Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, wir spielen mal Trackmania Nations Forever. Ich habe keinen Schimmer, wie diese Map geht. Das erste Mal, dass ich spiele. Und ich sage vorab, ich bin sowas von schlecht in Trackmania. Aber das soll jetzt nicht... Scheiße. Soll uns jetzt nicht stören. Also mich auf jeden Fall nicht. Ich nehme es trotzdem auf. Und ich hoffe, euch gefällt es trotzdem, auch wenn ich es überhaupt nicht kann. Und hier rum. Und da runter. Der Anfang geht ja noch. Ich finde die Strecke bis jetzt sehr cool. Ich habe nicht so oft, dass wirklich so viel mit Wänden und so gebaut wird. Komm, komm. Hey, ich bin noch drin. Eigentlich kommt es hier drauf an, die schnellste Zeit zu fahren, aber irgendwie. Naja. Hey! Ich hätte auch beim Checkpoint wieder spawnen können. Bis jetzt bin ich noch Zweiter von 7, aber... Naja, normalerweise gibt es ja auch Musik, aber die ist irgendwie nie da. Oder kommt diesmal keine, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall... Die Version, die ich hier gerade spiele, ist kostenlos bei Steam. Trackmania Nations Forever ist das ganz einfach. Wow, da hat's geleckt. Aber okay, ich bin immer noch Zweiter, das kann irgendwie nicht sein. Ein Rennen geht meistens 5 Minuten oder ein bisschen mehr. Alter, backt das hier gerade rum. Hat hier aber auch noch nicht. Backt das hier so oder ist das normal? Sieht irgendwie cool aus, aber irgendwie sieht doch verbuggt aus. Ich spiele mit Xbox 360 Controller und... Ah, jetzt hat's gepasst. Ja, wie gesagt, total schlecht eigentlich die Trackmania. Und bis jetzt läuft die Runde relativ gut, finde ich jedenfalls, für meine Verhältnisse. Scheiße! Ich bin jetzt beim letzten Checkpoint neu gestartet, deswegen... Nicht wundern, warum ich nicht von Anfang an gestartet bin. Ich will die Strecke jetzt wenigstens einmal zu Ende fahren, einmal ins Ziel, wenn ich komme. Jetzt hier rum und... Das ist aber wirklich sehr viel mit Wandfahren. Scheiße! Nein! Na, oh, falsche Taste gedrückt, scheiße. Naja, da setze ich mich auch nur zum Start zurück, okay. Na, also die Bestzeit ist von der Strecke überhaupt. Ist auf jeden Fall 54 Sekunden 78. Ich habe ja auf keinen Fall, denke ich mal. Aber eigentlich okay. Na, hier runter und hier jetzt schräger rein. Weil sonst fahre ich da wieder gegen die Wand. Ja, bis hierhin geht es jetzt ja eigentlich schon ganz gut. Ja, viel weiter bin ich noch nicht gekommen. Ja, doch, hier bin ich auch noch hingekommen. Alter, nein! Ah, zum letzten Checkpoint, so. Wenn dieses Spiel spielt, ist es jetzt, weil Trackmania Nations Forever ist zwar kostenlos, aber nicht für immer sozusagen. Ihr könnt es zwar spielen, also doch ist es für immer kostenlos, denke ich mal, aber ihr könnt es spielen. Und wenn ihr 5-mal hintereinander, also 5 Strecken gefahren seid, nein! Letzter Checkpoint. Ja, da reicht's von mir. Ach, da ist so ein komischer Boppel. Deswegen fahre ich dann gegen. Ja, das passt nicht. Also auf jeden Fall ist es kostenlos, aber ihr müsst nach 5 Runden, die ihr wirklich durchgefahren seid, müsst ihr sozusagen in so einen Spectator-Mode einmal rein. Das war kacke. Nochmal. Das ist einfach, dass ihr euch dann einmal 5 Minuten davor setzen müsst und euch das Rennen angucken könnt. Sollt. Könnt ihr auch einfach kurz einen Rechner... Was ist das denn? Wieso packe ich das denn jetzt nicht mehr? Könnt ihr einfach Rechner anlassen und kurz aufs Klo gehen oder was auch immer, kurz was essen oder sowas. Und es geht trotzdem. Auf jeden Fall keine große Einschränkung. Früher war es zwar, dass es komplett kostenlos war. Aber ja, wer das nicht machen möchte, der kann sich Trackmania United Forever holen. Trackmania Nations United. Keine Ahnung, wie es heißt. Steht auf jeden Fall hier überall Werbung dran. Kann man gleich mal schauen. Da hat Trackmania United jetzt über dem Start. Und meine Stimme ist... Alter, meine Stimme ist gerade sowas von einem Arsch und ich habe keinen Schimmer, warum. Aber naja. Es gibt auch andere Strecken als die. Hier nach fahren wir nochmal eine Runde. Auf anderen Strecke ist es höchstwahrscheinlich. Und ja. Warum das jetzt kommt und kein anderes Singleplayer-Let's Play... Ich bin jetzt fertig mit Evoland und auf die Schnelle habe ich jetzt kein neues Let's Play-Projekt gefunden. Und ich würde gerne Sachen Let's Playen, aber die sind mir dann doch zu lang für ein Let's Play oder ich habe die Konsole dafür leider nicht.
sowas wie Super Luigi. Super Luigi. Letzter Checkpoint. Immer da versaue ich. Da sollte ich mal vom Gas gehen, glaube ich. Klingt logisch. Aber ich bin immer noch Zweiter, das kann nicht sein. Ich werde jetzt nur einer bis jetzt ins Ziel gekommen und deswegen bin ich noch Zweiter. Ja, aber muss doch irgendwer mich mal überholt haben. So, und jetzt fahre ich nicht gegen den Bockel, hoffe ich jedenfalls. Und am Bockel vorbei. Boah, das war knapp. Am Bockel vorbei und hier hoch. Nein! 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 Komm, dreh dich um. Nein! Das gibt's doch nicht. Okay, in 3 Sekunden schaffe ich keine Runde mehr. Also, flupp. Ich bin Zweiter geworden. Nein, ich bin Dritter geworden. Wollt ihr mich verarschen? Schlimm. Das ist so geil. Ist nur einer ins Ziel gekommen. Ein näher. Aber naja. 0 Sekunden. So, jetzt sollte er laden. Taste drücken. Ja, am Anfang ist immer so eine kleine Map-Kartenvorschau, sag ich mal. Gucke ich mir meistens nie an, aber hier war sie jetzt relativ kurz. Und dann fängt das Rennen eigentlich immer so an. Alle starten von der Position, man kann sich nicht gegenseitig rammen oder so. Es geht einfach nur darum, wer die schnellste Runde fährt. Und ich kenne diese Map nicht. Sie sieht bis jetzt schon gefährlich aus, fuck. Reset. Und das, okay, das sind jetzt sogar 6,5 Minuten, nicht nur 5, wie sonst auf manchen. Zack. Und jetzt zack. Hurra. Man sollte schon dann mal. Bei mir ist es meistens so, ich benutze nie die Bremse. Das ist aber bei diesem Spiel ein riesiges Problem. Man braucht bei manchen Sachen immer die Bremse. Aber die Strecke zum Beispiel, was ich eben gesehen habe, man kann, wenn man runterfällt auf den Rasen, kann man hier wieder hochfahren. Das ist kein Problem. Das einzige Wichtige ist bei diesem Spiel, man muss einfach wirklich jeden Checkpoint mitnehmen. Und schaffen wir jetzt auch. Na, noch nicht das Ziel. Ich dachte vielleicht sind wir schon im Ziel. Bis jetzt ist aber auch noch niemand im Ziel. Aber bis jetzt ist das nicht. What the fuck? Jetzt müssen wir nicht springen. Alter! Das könnt ihr doch nicht mit mir machen, ey. Da müsst ihr einfach lang springen. Hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Hatte ich auch noch nie auf einer Map. Straßen kann man sich selber bauen im Map-Editor. Aber soll ich nach links? Ah, okay. Ja, nach links. Alter Schwede. So, im Ziel. Dritter mit 1 Minute 8. Strecke ist relativ lang. Und nach dem Rennen resettet man sich einfach wieder und startet das Rennen neu. Man kann natürlich auch mit Tastatur spielen. Habe ich am Anfang auch die ganze Zeit, aber dann hatte ich mir einen Controller bestellt für den PC. Also einen Xbox 360 Controller für den Rechner. Und das war dann schon. Es ist viel angenehmer, muss ich sagen. Jump wird auch direkt vom Spiel unterstützt, finde ich sehr gut. Muss man nicht irgendwie mit Experter oder so rumspielen. Hatte ich aber auch eine Zeit lang, dass ich das musste, aber nicht bei Trackmania, sondern in anderen Spielen. Aber da hatte ich auch noch keinen Xbox-Controller. Da hatte ich irgendein billiges Scheißding. Alter, wow, das war knapp. Und ich bin eigentlich so schlecht im Trackmania. Ich frage mich gerade, wieso ich hier einigermaßen gut fahre, finde ich jedenfalls. Nein, nein. Nein, falsche Taste gedrückt. Scheiße. Ja, das packe ich nicht mehr. Geht das so? Ich weiß es gerade nicht. Sollte normalerweise gehen. Bei welcher Zeit mehr? Nee. Wenn ich schon jetzt meine Zeit, die ich gefahren bin am Anfang, überboten habe, weil ich da hängen geblieben bin, dann fahre ich das nicht. Nee, dann passt das so. Dann starte ich lieber neu. Ja, es gibt manche, die starten wirklich bei jedem kleinen Fehler neu. Wenn sie auch kurz anecken oder sowas. Dann finde ich einfach, macht den Spielspaß kaputt. Es ist zwar geil, eine Erster oder so zu werden, gute Zeit zu fahren, aber ja, dazu will ich nicht alle 2 Sekunden neu starten, weil ich irgendwie mich einmal verlenkt habe oder so. Da fahre ich auch mal kacke und ist mir egal. Mir kommt es bei Trackmania auch überhaupt nicht drauf an, ob ich Erster werde oder so, weil ich werde es nicht, meistens jedenfalls. Es ist einfach schwer, finde ich auf jeden Fall, alles richtig zu machen, keine Fehler reinzuhauen. Und das packe ich dieses Mal, das ist schon mal super.
Den Sprung hier sollte ich jetzt auch schaffen. Oder auch nicht. Ne, dann muss ich auf jeden Fall höher, sonst packe ich den nicht. Muss ich mehr in die Horizontale. Aber ja, naja. Man sieht immer rechts auch unter. Aha, okay. Bei sowas würden manche zum Beispiel wieder neu starten. Ist mir eigentlich egal. Man sieht auch immer rechts relativ weit oben, da wo jetzt 2,35 ist, sieht man dann auch immer, wie viel Zeit noch ist für die komplette Runde. Nach dieser Zeit wird einfach beendet, egal wo man gerade ist. Und ja. Jump. Die Strecke ist aber cool, die gefällt mir wirklich. Und was ich auch sagen muss, Trackmania ist ein geiles Spiel für eine LAN-Party. Weil man kann einfach ein Spiel aufmachen, kann andere drauf joinen und das sollte gehen. Ja, geht. Okay. Und da kann man da auch auf der LAN einfach mit seinen Leuten zocken. Finde ich ganz geil. Hatten wir auf der letzten LAN auch gemacht, wo ich war. Und ja. Hier müssen wir hoch und hier wieder runter. Zack. Haben wir uns verbessert? Ja, haben wir. Durch 2,61 Sekunden. Und eine Runde sollten wir jetzt noch schaffen. Wollen wir uns. Vielleicht werden wir jetzt auch Zweiter oder so. Also wenn ich glaube, ich habe jetzt gerade auf dem Controller. Na, da starte ich mal neu. Ich habe jetzt die Tab-Taste nicht belegt auf dem Controller. Also muss ich mal. Na, warte, irgendwo steht da auch noch. Alter. Was ist gerade mit mir los? Oh, okay, wir sind bei 1 Minute 6 und der erste. Der zweite hat. Boah, ey. Hat 1 Minute 1. Das ist schon eine Leistung. Auf jeden Fall ist es bei Trackmania immer so, dass die ersten 3-4 meistens nur aus nur hundertstel Sekunden auseinander liegen. Wirklich. Hier ist jetzt ja zum Beispiel der erste hat 1-1-11 und der zweite hat 1-1-64. Ja, also nicht wirklich viel auseinander. Dann komme ich mit 1-6, weil die anderen irgendwie noch nicht ins Ziel gekommen sind, was ich nicht verstehe, weil die Strecke eigentlich relativ einfach ist. Aber naja. Wenn ihr mehr Trackmania sehen wollt, schreibt es mal in die Kommentare. Mache ich gerne. Ich hatte vielleicht auch vor mir. Chain Straight Backflip 360. Ich hatte vielleicht auch vor mir Trackmania 2 Canyon zu holen. Das ist eben. Ja, neue Strecken. Neue Grafik, glaube ich, gar nicht groß anders. Hey, der ist genau da abgesprungen, wo ich auch abgesprungen bin. Und er fliegt daran vorbei und ich pack das. Ja, ich bin gerade am überlegen. Ja, meine Bestzeit packe ich nicht. Aber ich hoffe, ich komme noch ins Ziel. Und wenigstens noch mal eine dritte Runde ins Ziel. Und yes! 3, 2, 1 und zack, zu Ende. Wir sind Dritter wieder. Ja, und wie ihr seht, alle fahren den gleichen Wagen, nur anders lackiert. Oh, es ist noch ein Vierter ins Ziel gekommen. Coole Sache. Hätte ich jetzt nicht... doch, hätte ich für möglich gehalten eigentlich. Ich will jetzt einfach mal gucken, was jetzt für eine nächste Map kommt und dann überlege ich, ob ich die noch fahre oder dass ich noch irgendwann mal einfach Trackmania mache. Weil Trackmania macht mir persönlich sehr viel Spaß. Wie gesagt, kostenlos bei Steam. Und Trackmania 2 Canyon, gerne würde ich mir holen. Ich weiß es auch noch nicht ganz. Ach, scheiß drauf, machen wir die Runde auch noch. Kommt drauf an, wie lange sie ist. Wie lang ist die denn? Wie lang ist die Runde denn? Wie lang ist die denn? Auch 6,5 Minuten. Ja, okay, komm. Wenigstens eine Runde fahren wir. Eine fahren wir jetzt. Hä, ja, bin ich noch alleine auf dem Server? Wartet. Ne, zu viert. Oh, da kommen sie. Ja, dass ich jetzt da kurz gebremst habe und geguckt habe, ist eigentlich scheiße. Da würde ich selbst eigentlich wieder respawnen, aber ich lasse es jetzt mal. Ach, und da muss man da durchspringen, warum auch nicht. Ja, die Strecken sind alle mit dem Editor gebaut, könnte alles selber machen. Wow, ich muss wieder runter. Ich muss sagen, die Strecke ist hammergeil. Also mir gefällt es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und wo müssen wir jetzt hin? Hier rechts runter. Nicht da. Ich bin jetzt... Es sind nur 4 Leute auf dem Server, aber irgendwie... Na egal. Also man kann hier auf jeden Fall auch unten lang fahren, ohne Probleme. Problem ist einfach nur, manche denken sich jetzt, ja toll, da könnt ihr, so wie ich das jetzt hier mache, einfach nach hier hinfahren und hier weiterfahren.
Das klappt meistens aber nicht, weil ihr durch alle Checkpoints durch müsst. Wenn ich jetzt hier durchfahre... Doch, das war sogar der erste Checkpoint. Also so kann man rein theoretisch abkürzen. Was aber nicht viel kürzer ist, also bringt's nichts. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach bei der nächsten beim nächsten Video. Ich weiß gar nicht, was als nächstes kommt. Ich muss noch überlegen. Falls ihr noch irgendwelche Spielvorschläge habt, die ich spielen könnte in der nächsten Zeit, schreibt's in die Kommentare. Und dann... Mal schauen, was ich noch so mache. Jo. Hierfür habe ich gerade voll Bock auf Trackmania. Wenn ich jetzt falsch rum durch dieses Aktivierungsding gefahren bin, dass meine Sicht geändert wird, habe ich die jetzt hier auf der Seite. Also ja, man kann auch viel Blödsinn in diesem Spiel bauen. Hui. Ach, gegen Ziel gegen gefahren. Durch Ziel, gegen Start gegen. Ich denke mal, wenn jetzt hier welche zuschauen, ist glaube ich... Ah ne, jetzt ist ein zweiter Spieler drin. Aber ja, egal. Das war's jetzt mit dieser Folge. Und wir sehen uns beim nächsten. Bis dann, Leute. Ciao.